Ich habe, glaube ich, einen Apfelstrudel, den ich machen könnte. Nichts gegen Italiener, okay? Aber warum war die Sprache in diesem i3 auf Italienisch gestellt? Und an dieser Stelle einmal Applaus für den Ehrenmann des Jahres 2020. Bruder, danke dir an dieser Stelle auf jeden Fall. Guten Morgen, YouTube, wie geht's? Ich hoffe, euch geht's gut. Mir geht es blendend. Wetter ist aktuell noch ganz okay. Nachdem, ja, unterbrechen mich ruhig. Ja, gönn dir Martinshorn. Genau, gönn dir, Diggi. Alles klar, komplett freie Bahn. Gib mir Martinshorn. Warum? Weil er es kann. So, beim Wetter war mal. Die letzten zwei Tage ist wieder mal die Welt untergegangen. Und jetzt hat sich halt ein bisschen beruhigt, sodass man wieder rumfahren kann. Yay! Auch wenn es echt heftig kalt ist. Also, ich muss mit Jacke fahren und es ist jetzt so angenehm, würde ich sagen. Mein Tag hat heute übrigens sehr, sehr geil begonnen, würde ich behaupten. Es ist Sonntag und ich muss arbeiten. Das ist schon mal so das erste. Ja, eher suboptimal, aber ich habe nichts dagegen. Das größte Problem am Sonntag arbeiten ist halt, dass Läden zu haben. Das heißt, du kannst jetzt nicht irgendwie beim Bäcker was kaufen. Beziehungsweise beim Bäcker eigentlich schon, wenn er offen hätte. Typ hat wahrscheinlich verschlafen und hat Bäckerei zugelassen. Die einzige Bäckerei, die es in der ganzen Gegend gibt. Also musste ich heute von 9, als ich in der Früh losgefahren bin, bis jetzt 17 Uhr von Kaffee leben. Und ich bin jetzt schon so weit, dass ich nicht mal mehr Hunger habe. Ich habe nur Bauchschmerzen, aber kein Hunger. Mal schauen, was ich mir dann heute noch gönn zu essen. Wahrscheinlich muss ich irgendwo was bestellen, weil ich kann ja nicht mal einkaufen gehen, weil ich ein kompletter Vollidiot bin und nicht am Samstag was zu essen kaufe für heute. Und zu Hause, wenn man sich meinen Kühlschrank und meinen Tiefkühlschrank anschaut, ich habe, glaube ich, einen Apfelstrudel, den ich machen könnte. Und im Kühlschrank habe ich zwar eine Packung Käse und Salami, aber ich habe kein Brot seit einer Woche. Aber es sollte gar nicht darum gehen, was für einen wunderschönen Tag ich heute habe. Eigentlich wollte ich euch eine Geschichte erzählen, die sich gestern Abend zugetragen hat. Also ziemlich aktuell. Ich würde gern meine Nomination für den Ehrenmann des Jahres 2020 aufstellen. Ganz kurz, der Grund, warum ich diese Nomination gerne abgeben würde, ist, ich musste gestern Abend noch kurz in der Stadt was erledigen. Das Problem war, ich hatte keine Rückfahrgelegenheit. Und in so einem Fall schreibe ich halt ein paar Leute an, die sowohl ein Auto als auch einen Führerschein haben, ob die mitkommen wollen und mich dann wieder zurückfahren können nach Hause. Das Problem ist, diese Kombination aus Führerschein und Auto besitzen, gibt es genau zwei Leute, die auch in Deutschland sind aktuell, die mir dabei helfen könnten. Gut, dann schreibe ich diese beiden Personen an. Bei einer habe ich erwartet, sie schreibt mir sofort zurück. Bei der anderen dachte ich mir, der wird mir safe nicht schreiben. Der schreibt eh nie zurück. Und selbst wenn, ich bin mir zu 100% sicher, dass er eh nicht in München ist. So, was passiert? Die Person, von der ich nicht erwartet, dass sie zurückschreibt, schreibt innerhalb von 15 Minuten. Und die Person, bei der ich erwartet habe, der ist safe zu Hause und hat nichts zu tun, schreibt mir einfach gar nicht. So, dachte ich mir aber nichts Böses. Weil, mein Gott, kann sein, dass er wirklich, was weiß ich, keine Zeit hat, obwohl er sehr wahrscheinlich Zeit haben sollte. Aber hey, es kann alles sein. Da mir dann langsam die Zeit ausgegangen ist, habe ich mich entschieden, komm, ich fahre allein und ich komme irgendwie schon zurück, irgendwie mit Schernau, was weiß ich was. Irgendwie haut das schon hin. Auf jeden Fall fahre ich dann los und beim Fahren komme ich halt genau an dieser Wohnung vorbei, wo Kollege, ich schreibe einfach nicht zurück, lebt. Und aus irgendeinem Grund ist genau bei ihm im Zimmer das Licht an. Well, that's weird. Auf jeden Fall dachte ich mir da nichts dabei. Ihr müsst verstehen, ich bin zum Beispiel so ein Mensch, wenn du mich am Abend anschreibst und sagst, Bro, hast du Zeit? Dann schaue ich, dass ich Zeit mache. Und von daher ist es irgendwo schon komisch, wenn niemand anders Zeit hat, außer du. Aber hey, nicht schlimm. Ich komme ja schnell wieder zurück, dachte ich mir. Ich war damals noch sehr naiv. Ich dachte mir, das wird gar kein Problem, am Samstagabend mitten in der Stadt irgendein Sharefahrzeug zu bekommen. Ich komme auf jeden Fall in der Stadt an, wo ich sein soll. Und jetzt stehe ich da ohne Auto. Und dann mache ich die App auf. Nächstes Fahrzeug 20 Minuten entfernt. Es hatte 15 Grad und ich hatte nur eine kurze Hose und ein T-Shirt an. Da musste ich bei kurzer Hose und einem T-Shirt zum Auto hingehen. Dann steige ich ins Auto ein. Es ist komplett verdreckt. Die Sprache ist auf Italienisch. Warum auch immer. Nichts gegen Italiener, okay? Aber warum war die Sprache in diesem i3 auf Italienisch gestellt? Gut, kein Problem. Ich benutze eh nichts vom Infotainment und so. Ich muss nur nach Hause fahren. Dann stand es auch noch genau so, dass ich gefühlt 2 Kilometer Umweg fahren musste, nur mal auf die Hauptstraße zu kommen, damit ich nach Hause komme. Dann fahre ich Richtung nach Hause. Ich war so abgef***.
dass ich die Ampeln gezählt habe. Von den 13 Ampeln. Ich habe gezählt. Es sind 13 Ampeln auf dem Weg bis zu mir. Waren 10 rot. So, Pi mal Daumen, um schnell noch zusammenzufassen. Im Endeffekt, ein Trip, der mich mit einem zweiten Auto eine halbe Stunde gekostet hätte, wurde zu einer Odyssee von knapp 1,5 Stunden. Und nachdem ich dann um 12 zu Hause war und 8,17 Euro ärmer, habe ich es endlich geschafft. Ich habe es geschafft, das zu erledigen, was eigentlich null Problem hätte für mich sein sollen. Und es hat nur dreimal so lange gebraucht und mich 8,17 Euro gekostet. Und an dieser Stelle einmal Applaus für den Ehrenmann des Jahres 2020. Bruder, danke dir an dieser Stelle auf jeden Fall. Im Übrigen, zur Info, ich habe diese Nachricht gestern so gegen 9:30, ich weiß nicht genau, ich kann jetzt auch nicht aufs Handy schauen. Ungefähr 9:30 habe ich diese Nachricht abgeschickt. Wir haben aktuell, komm an, Uhr, warte, das muss ich euch zeigen, ich brauche einen ganz klaren Beweis. Sieht man das? Seht ihr das? 17 Uhr, ich habe bis heute noch keine Antwort, nach 20 Stunden. Und nicht nur das, dass ich keine Antwort habe, es ist gelesen, es sind 2 blaue Häkchen in WhatsApp. Und falls du dieses Video siehst, jetzt ist zu spät, Bro, jetzt ist zu spät, Digga. Jetzt brauche ich die Hilfe auch nicht mehr. Mir fällt gerade ein, ich habe eigentlich mehr als diese paar Personen, die ich hätte anschreiben können. Die Sache ist halt, ich will nicht jemanden anschreiben an einem Samstag um 9:30 nachts, ob er mir kurz helfen kann, wenn er Frau und Kind zu Hause hat, weißt du? So, ich hoffe, dass euch diese kleine Geschichte gefallen hat von meinem wirklich sehr, sehr geilen Tag gestern und dem sehr, sehr geilen Tag heute, den ich hatte. Ich plane auch das nächste Video. Ist vielleicht eine Geschichte, wo ich erzähle, wie ein Homie von mir fast besoffen ohne Führerschein Auto gefahren wäre und von der Polizei erwischt wurde. Wenn ihr diese Geschichte hören wollt, dann schaut im nächsten Video vorbei, was am Mittwoch hochgeladen wird. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen von diesem Video und fürs Zuhören, weil schauen musste man nicht viel. Gab eh nicht viel zu sehen. Nicht einmal Maschallah musste ich im Video sagen. Das ist auch eine Seltenheit geworden. Falls euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal. Euch schadet's nicht und mir bringt's nur Vorteile. Ansonsten bleibt mir gesund, genießt das schöne Wetter. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Yalla!